Herzlich willkommen zu diesem Video. Willkommen zurück auf dem Gaming Channel. Heute mit einem lang nicht dagewesenen Gast. Juhu! Hallo, ich bin. Freunde, wir haben uns heute überlegt, wir haben ja lange nicht mehr aus gegebenen Twitch-Bandgründen zusammen Schlag den Star spielen können. Deswegen haben wir uns. Ich bin gebannt, ja, tatsächlich. Ach so, lol. Freunde, wir haben uns überlegt, dass wir heute Schlag den Star spielen, aber es gibt einen Unterschied. Und zwar haben wir nicht einfach eine komplette Show, sondern wir haben uns heute die Creme de la Creme der Games rausgesucht und machen ein Best of Five. Bedeutet quasi, es gibt 5 Games, wer 3 gewonnen hat, hat gewonnen. Und wir spielen, um was spielen wir, Basti? Also um Twitch-Subs geht ja schwer, ne? Ja, ist kritisch. Wir spielen einfach um 50 Euro 10 Subs. Wenn ich gewinne, dann gibst du mir die 10 Subs, wenn ich entbannt bin. Wenn du gewinnst... So Superchat so bei YouTube gehen. Wenn du gewinnst, dann kann ich dir das auch erst in 9 Tagen geben, weil ich ja aktuell noch nicht auf meinen Twitch-Account zugreifen kann. Kannst du mir eine anonyme Donation machen. Hallo. Ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt schon denken, was jetzt kommt. Bevor es losgeht mit dem Video, möchte ich euch den heutigen Partner vorstellen, und zwar NordVPN. Freunde, ihr wisst vielleicht, dass ich ein, zwei Mal im Stream schon gededost wurde und ich dann meinen kompletten Stream für den Tag abbrechen musste. Und seitdem ich NordVPN verwende, ist das bis jetzt nicht mehr passiert. Kann aber auch daran liegen, dass ich seit 30 Tagen nicht streamen konnte. Na Freunde, Spaß beiseite. Mit NordVPN habt ihr die Möglichkeit, eure IP komplett zu verschleiern. Vor allem, wenn ihr irgendwas macht in öffentlichen Netzwerken, an einem Flughafen oder in einem Café, dann erhöht es halt eure Sicherheit enorm. Ich habe zum Beispiel heute Dateien am Flughafen hochgeladen, war halt mega smart, einen VPN zu verwenden. Und das Ganze kommt mit über 5100 superschnellen Servern in 59 verschiedenen Ländern. Was quasi bedeutet, wenn ihr zum Beispiel irgendwo im Ausland seid, wo man Netflix nicht gucken kann, könnt ihr es easy über NordVPN einfach entsperren und könnt es halt überall auf der Welt gucken, sogar in China. Und NordVPN dachte sich, hey, der Sommer ist zwar weg, genauso wie meine Sonne da draußen, aber der NordVPN-Sale beginnt erst. Was quasi in Zahlen bedeutet, ihr spart 68%, wenn ihr den Code PAPAPLATTE verwendet oder über den Link nordvpn.com/PAPAPLATTE geht. Das sind dann 3,30 € im Monat. Das ist es auch nicht, Freunde. Ihr kriegt sogar noch einen Monat on top gratis. Und ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Mega nice. Checkt den aus. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gut, dann würde ich sagen, let's go, starten mit dem ersten Game. Gib ihm. Ich weiß nicht, ob irgendwer Elton gerade zuhört. Im Grunde geht es darum, zu erkennen, wie lange das Rad dreht. Hallo? Was? Achso, nee, ich bin einfach zu dumm gewesen. Alles gut. Nee, viel zu wenig. Das ist safe 8. Easy erster Punkt. Okay. Er pustet doch. Bruder, das dreht noch so mit 90 km/h. Er pustet. Okay. Mach nicht so schnell diesmal. Ja, okay. Mach du doch auch mal. Buh, komm. Nee, der geht noch mal. Der komm. Geht noch einen rum. Der macht eine extra Runde. Boom, boom. Glückwunsch. Gib Danke. Dabei alle meine Taktik. Was, nice Taktik. Ich habe einfach erkannt, dass es 8 wird und gedrückt. Sick. Meinst du, es gibt für das Spiel so Cheats? Ja, safe. Oh, das wollte ich auch machen. Natürlich wolltest du das auch machen. Oh, bleibt doch stehen. Nein, der geht weiter. Oh, fuck. Anschluss. Ach, bitte. Okay. Naja, seid ihr auch gegönnt, ne? Deswegen spiele ich mit Sonnenbrille. Man soll mich nicht readen können, weißt du? Nein! Komm! Bitte! Ey, komm! Los! Ja, bleib. Boom! Komm schon, oh, komm schon. Das no- nein, das ist ein Neuner. Komm! Das wird ein Neuner. Nein, das ist ein Achter. Bam! Leute, wir haben schon 4 Runden direkt davor aufgenommen. Wir nehmen so lange auf, bis Kevin hat mal gewinnt. So ein Bullshit, Alter. Basti tut immer so, als würden wir so nur Games hochladen, wo ich gewinne. Mhm, stellt euch mal vor, ne? Oha. Es ist nicht so, okay? Gut, dann wollen wir direkt zum zweiten Game. Stimmt's? Ja, Glückwunsch, dann auch nochmal. Ja, also wir müssen halt bei dem Game Stimmt's erkennen, ob es stimmt oder nicht. Bist du eigentlich Showmaster? Bist du eigentlich Elton? So, konzentriert euch, es geht los. Okay. Eine Riesenassel wird etwa so groß wie ein Chihuahua. Bruder, bah, Alter. Einfach Finny. Und hier die richtige Antwort. Stimmt. Was? Bruder, du willst mir sagen, da kommt eine Assel in Größe von einem Hund? Nach Durchschwimmen des Panama-Kanals zahlte Richard Halliburton 36 Cent an Gebühr, da er als Schiff deklariert wurde. Chillig. Das passiert bei dir auch häufiger, wa?
So, Bro, hier ist die Oha, stimmt, super. Er geht auf Gewicht direkt. Auf dem richtigen Dampfer. Oha, verstehst du, wegen Dampfer, wegen Schiff? Ah, das war ein nices Wortspiel von Elton. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Oha, Runde, die ist einfach instabil. Der Dümmer ist ein See in Bayern. Richtig ist. Stimmt nicht. Der See liegt in Niedersachsen. Jawohl. Nein! Wahrscheinlich wusstest du das, oder? Natürlich. 1986 gewann Boris Becker zum zweiten Mal in Wimbledon. Komm, Boris. Die gültige Antwort. Boris, hat richtig im Stich! Stimmt. Let's go! Das habt ihr beide richtig gemacht. Der offizielle Name des Kölner Doms lautet Hohe Domkirche St. Peter und Paul. Und Paul. So, alles so voll episch und dann und Paul. Richtig ist. Stimmt nicht. Er lautet Hohe Domkirche St. Peter und Maria. Nicht schlecht. Yeah. Beide Let's haben go. Richtig geantwortet. Ein Stoppschild hat 8 Ecken. Oh, das Fenster. Ihr wollt sicher die richtige Komm. Antwort hören. Stimmt oh, nicht. Sechs. Oh das ist ein Fehler von euch beiden. Oh mein Gott! 6, oder? Sind 6. Ja, es sind 6. Ja, oder? Ich hab überlegt. Ja. Ich hab erst überlegt. Nein, oh, es sind 8. Mach Pause. Dann, Pause. Mach mal weiter. Pause. Es sind 8? Ich google. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Das ist jetzt so weird. Hä, das sah schon immer so aus. Ja, eben. Das ist halt so. Das ist richtig. Leute, lasst euch nichts Falsches von Elton erzählen, ne? Die Reptiloiden, die sind dahinter, Bro. Ich sag's dir. Fucking Elton ist ein Reptiloid. Aber ganz ehrlich, soll mich nicht jucken einfach. Das sieht halt einfach. Du darfst keinen Fehler mehr machen. Die Zeit erscheint jede Woche am Sonntag. Korrekt ist. Stimmt. Oh. Die Wochenzeitung. Da kennt sich wer oh aus. Gott. Oh mein Gott, okay. Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herz. Matchpoint jetzt für beide. Der Lichtweg ist umkehrbar. Was? Ja, kommt halt drauf an, ne? So, hier ist die Auflösung. Stimmt. Okay, nice. Let's go, let's go. Was auch immer mit Lichtweg einfach gemeint ist. Einfach der Lichtstrahl, dass wir den umkehren können? Wollt ihr weitermachen? Nö, wir würden nicht aufhören, Elton. Danke. Dackelhunde werden häufig als Lawinensuchhunde eingesetzt. Digga. Richtig ist? Stimmt nicht. Ja, Bernhardiner sind die typischen Lawinensuchhunde. Das ist korrekt. Was? Was? Ich so macht Bro. Das Spaß. Ich hab so einen Dackel so eine Lawine abscaled. Digga, niemals. Bro. Mann, es hat sich, oh mein Gott. Fassi, Alter. So dumm. Als würde so ein kleiner Mini-Dackel, so ein Hotdog ja, einfach. So klein sind Dackel nicht, es gibt auch große Dackel. Okay, gut, dann ist legitim, I guess. Okay, uff. Bin ich dran? So. Nee, bin okay. Ich. Gut, Freunde. Also, falls ihr Bogenschießen nicht kennt, man muss in die Mitte treffen. Was? Ruhiges Händchen, Respekt. Respekt. Das ist, by the way, also ich zitter nicht, ne, das ist vom Spiel aus. Das oh war Gott. Ein Meisterschuss. Oh, was, 7? Ja, kannst du nicht sehen. Achso, ja, nevermind. Rot ist immer noch okay. Sehr gut. Ja, ja also okay. Ist gut gesaved am Ende auf jeden Fall. Also 24 kann ich auch nicht hin. Bist du denn überhaupt noch ein Gamer auf der Platte? Genau so macht man. Okay. Ich war nicht weg, Digga. Das ist mein Comeback. Ja, Leute, hier ist mein Statement zu meiner Uhr. Das sah sehr gut aus. Gute Flugbahn. Okay, jetzt, wenn ich jetzt was weniger als 6 mache, Bruder, ich schwöre, ich lief einfach. Bruder, mach mal eine 5 ohne Missverspannung für ein Video. Das war ein Meisterschuss. Oh mein Gott, Digga. Alter, ich dachte, ich habe übelst gechoked. Okay, nice. Das sah sehr gut aus. In Gute die Mitte. Zentral. Oh, shit. Dreh- und Angelpunkt. Das sind sogar 11. Guck mal hin, das sind 11. Ja, so. Das ist aber so ein Pixel in der Mitte, das ist dann 11, oder wie? Wohin? Das ist alles wieder gechoked. Mach mal eine 5 für die Spannung. Das sah sehr gut aus. Okay, okay. Aber wieder gut gesaved auf jeden Fall am Ende. Holy shit. Die 6. 10 und 9 und 6. Was ist das? Boah, aber 25, Alter, wird trotzdem schwer, Diggi. Oh, komm, Powerplatte. Bruder, der Schuss kommt gleich. Eine Sekunde. Genau. Wow, okay. Also, wenn du im Durchschnitt weiterhin immer 8 triffst, wirst du verlieren die Runde. Danke, Digga. Oh, Digga, muss mich hier konzentrieren, okay? Ja, eigentlich ist Kevin in dem Spiel mal besser als ich. Das ist, Seite fest. Ah! Ah! Also, jetzt musst du die 11 treffen. Ja, okay, Digga, chillig. Dann mach ich aber irgendwo. Das sah sehr gut besser. Aus. Gute Flucht. Ach, shit, okay. Der Punkt geht an dich, Digga. Da kann man nichts machen. What's love got to do? Got to do it. Genau. Oha. So. Bro, warum bist du so gut in dem fucking Game? Bin fokussiert. Sehr gut, weiter so. Jeder Treffer zählt. Der war fast eine 9. Komm, Basti, bleib dran. Jeder Treffer ja, zählt. Komm, Mann, jetzt eine 6. Das tue ich für alle meine Supporter.
Sehr gut, weiter so. Boah, ja, das ist impossible, holy shit. Das ist eigentlich gar nicht machbar. Das ist halt super crazy. Treffer versenkt. Okay, nehme ich. Wenn du durchschnittlich immer eine 9 triffst, dann gewinnst du. Ja. Okay. Ruhe bitte. Warte, es gab Wind im Studio, ne? Du musst weiter nach links. Es kommt. Kannst du den Wind wieder machen, so fürs Roleplay? Mehr? Ja. Nein, Respekt. Ah, boom! Was? Ich wollte den Mund machen. Einfach gestorben. Mach mal für Spannung eine 6. Ich danke dir. Oh mein Gott. Ohne Mist, daran erkennt man einen guten Mann, weil er verliert lieber freiwillig dafür, dass es ein längeres Video gibt. Yeah. Das sah sehr Oh mein Gott, Digga. Zentral. Oh mein Gott. Danke dir für den Tipp. Das ist die maximale Punktzahl, die ich gerade aus 2 Schüssen rausgeholt habe. Ein Tipp, Basti, wenn du weiter so triffst, dann gewinnst du. Warte, wie viel habe ich dann im Durchschnitt? 10. Das war ein Meisterschuss. Ah! Okay, ja, das war gar nichts, Kevin. Das war gar nichts. 5 Punkte Abstand. Ach, komm, sag mal, hackt's. 5 Punkte. Ja, GG, da kann man schon mal klatschen. War okay. 1, ist alles gut hier. Komm mal wenigstens auf die 10 Minuten. So, viertes Game, blamieren oder kassieren, rein da. Klassiker. Ja, kennt man, ne? Also wir müssen halt Fragen beantworten. Welche Waffe benutzt Hawkeye von den Marvels The Avengers besonders gern? Armbrust, oder? Okay, dann Pfeil und Bogen. Oh. Komm schon, ist richtig, oder? Die richtige Antwort lautet Pfeil und nice, Bogen. Nice, let's go. Wann ist der erste Star Wars Film in die deutschen Kinos gekommen? Digga. Ich hab, glaube ich, nicht mal alle geguckt. Auch nicht. Ich hab noch T-Shirt an, oder? Von der Kinopremiere. So ein limitiertes Kuscheltier. Es geht weiter. Es wird spannend. Mal Fußball oder Geografie. Welchem Volk im Star-Wars-Universum gehört der kuscheliger Begleiter an? Oh mein Gott, ich hab gar nicht hingehört. Die Wookies. Bo, 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 bo. Werwolf einfach. Der gute alte Suki, man kennt ihn. Melmax. What the fuck? Wookie. Die Antwort ist richtig. Ich habe einfach bei Star Wars so abgeschaltet, aber das weiß halt jeder. Was bezeichnet den Begriff Lagissimo? Boah, ich glaube, ich weiß es. Oh, drück ohne Mist, du kannst jetzt richtig punkten. Wenn es falsch ist, dann schneid einfach raus. Ja, okay, true. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Let's go. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Musiktempo. Was kommt beim sogenannten Blaukochen in den Topf? Also das klingt dumm, aber ich glaube Rotkohl. Nee. War das nicht irgendwas mit, also das Rotkohl wie beim Kochen? Blaukraut, das ist nicht. Sicher das wird zu einfach. Ja. Fisch. Hätte man wissen können. Leider weil falsch. Fisch ist blau, weißt du? Ich mag wahrscheinlich ist ein Fisch blau, oder? In welchem Land wurde der Schauspieler Christoph Waltz geboren? Na, Digga, ist ja so einfach. Nee, ist Österreich. Ja, hä? Ja, ist einfach. Ich weiß es trotzdem. Ach so, ich dachte, du wärst halt safe auf Deutschland. Dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Österreich. Oh mein Gott, nice. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Punkt, Digi. Nice. Weiter so. Danke dir. In welcher Stadt fand 2006 die Love Parade statt? Berlin, oder? Wie warst du da? Ist doch Berlin, oder? Ah, oh, nee, es war nicht Berlin. Ah, nee, ist ja, nicht Berlin. Hier ist die Auflösung. Berlin. Jawohl. Jawohl. Was meint ein Chemiker, wenn er von CO2 spricht? Ach, Mano! Es hat geleckt bei mir. Oh mein Gott. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Kohlenstoffdioxid. Ohne Mist, ein Ehrenmann würde jetzt sagen, dass leider das wirklich nicht macht. Das kann einfach nicht wahr sein. Okay, pass auf. Ja? Das Ding ist jetzt halt, ich gehe davon aus, dass du dich einfach nur verdrückt hast. Ja. Und ich will auch einfach noch Hochwerfen spielen. Wir spielen einfach, wir tun einfach so, als hättest du das Game gewonnen und wir spielen Hochwerfen. Oha, Ehrenmann. Ich habe richtig Bock auf Hochwerfen. Okay, komm. Es steht 2-2, holy shit. Alright, let's go. Freunde, Hochwerfen, falls ihr es nicht kennt, unser most favorite Game in diesem Spiel hier. Es geht quasi darum, es gibt immer so Etagen, jede Etage bringt verschiedene Punkte. Die unterste halt 1 und die oberste 10. Und es geht quasi darum, wer mehr Säcke auf der Etage hat, bekommt die Etage quasi. Also wenn ich 3 auf der 8 habe und Basti hat 2 Säcke auf der 8, kriege ich die 8. Wenn wir beide gleich haben, kriegt keiner die 8. Es ist selbsterklärend. Guckt einfach zu, genießt es und schreibt auf jeden Fall Ehrenplatte in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt geguckt habt. Mein Wurfarm, der ist ready. Okay, let's go, gib ihm. Ja, nimm das!
Okay, richtig sauer. Worauf geht's? Kein schlechter Zug. Es ist nicht leicht, den Ball da hochzuwerfen. Doch, man hält einfach nur die Taste gedrückt. Mhm. Schwach, mhm. Schwach. Mach ich mal auf Casual die 10. Ah, ne, ach, ich dachte, du betreust die 10. Ja, ja, okay. Okay, ich sollte jetzt für die 9 gehen, ne? Das ist, glaube ich, am smartsten. Drehen wir mal so ein Stück nach links. So. Oh, mutig. Ah, das wird, glaube ich, die 8. Auch nice, nehme ich. Ja, die 10 zu treffen ist halt wirklich tricky in dem Game, finde ich. Alles andere ist relativ gut abschätzbar. Das sah schon ganz gut aus. Jetzt ist ich überlege jetzt, ob ich für die 9 gehe und die mobse oder ob ich mir die 8 save. Okay, ich mache einfach, einfach YOLO. Ein taktisches Spektakel. Nice. Oh. Das Spiel kann man auch taktisch angehen. Ach so. Ach so, wirklich? Ich drücke die ganze Zeit nur random drauf. Ah, bitter. Siehst du wolltest die 6 drin. Das sind wertvolle Punkte. Oh, schön, es läuft sehr, 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 sehr gut gerade. Das ist ein chilliger Gaming-Nachmittag. Wir sind echt gut geworden im Game, yo. Wäre auch traurig, wenn nicht, ne? Ja, der liegt da gut. Der liegt ja, da gut. Ja, der liegt wirklich gut, ja. Platziert, das Ei ist gelandet. Mega einfach. Okay, ich denke, ich gehe für die 9. Da ist ja ganz schön viel schon, ne? Ja, aber ich... Mein okay, ich pass auf, danke. Mein Favorite wäre, wenn die 9 dann runterkullert. Also, einer von deinen, obvious. Okay, ja, ist okay, denke ich. Wow, der ist in einem schönen Bogen gelandet. Boah, Digga, ich bin ein bisschen angespannt gerade. Ah, das glaube ich 10. Das ist der Sturz. Okay, ja, okay, aber noch safe. Alter, das war... Ist safe wichtig gewesen, Alter. Gut, ich dass du nicht runterkommst. Ich bin doch echt eine Wucht. Ja, Digga, komm runter. Du wolltest die 9 treffen. Hast die 4 getroffen. Chill. Hm. Oh! Jetzt muss ich dir was richtig böse wegnehmen. Oh Gott, sei nicht böse. Ich nehme dir deine Ehre! Nein. Powerplatte! Oh! Das sah schon ganz gut aus. Nice! Der ist gut drauf heute. Boah, ich sollte die 9 nicht mehr tryen, Alter. Die 9 ist super risky. Oh nein, jetzt nicht die 10, Digga. Okay, nice. Nice, was ist das? Nice. Ey, hab ich die 8 eigentlich sicher? Ja. Gibt's doch nicht. Richtig enttäuscht. Ich gehe einfach mal irgendwo ins Mittelfeld. Ach ja, Digga, komm, scheiß drauf. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Oh, wie unnötig, Alter. Hat da super geklappt. Bitte nicht die 9. Siehst du? Ein eleganter Ey, Bruder, aber ohne Mist. Irgendjemand will halt wirklich dich gerade gewinnen sehen. So schwer sehen, ne? War also, das ist gar ja, nicht. Der wird irgendwas von oben gesteuert. Ach so, Gottes Abonnent. Da will er den Siegerkampf. Er will den Siegerkampf. Oh mein Gott, Digga, so unnötig. Ey, ich sehe schon, wie du gleich die 10 bekommst und ich noch verkacke. Wohin? Oh, sick. Oh Mann. Sick. Oh Mann, oh. Boom! Wow, der ist in einem schönen Bogen gelandet. So, Freunde, das ist dann. Ach komm, das ist doch. Der wollte gar nicht landen, Alter. Der ist ja, aber durchgezogen. Ist... Okay, ich denke, am smartesten wäre so 6-5 oder so, ne? Ja. Ah, ist das viel. Der. Wie die Leute klatschen. Er war überheftig. So schwer war das gar nicht. So, 2 Würfe habe ich noch. Diese 2 Würfe müssen komplett reinscheppern. Es ist noch nicht vorbei. Aufgeben ist für Loser. Oh mein Gott, wenn das jetzt trifft, dann. Ja, komm, ich habe 3-mal hintereinander 0 geworfen. 3-mal hintereinander. Triple 0. Aber die 0 hast du sicher, Basti. Nein, oh, Digga. Richtiger Dad-Joke. So, jetzt hol ich mir mal spontan die 6. Nice. Boah, ich ja, glaube, das habe ich safe. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass du das vom Herzen. Nee, mathematisch ist gar nicht mehr möglich. Doch, du könntest so von der 9 irgendwas runterrollen und dann irgendwie, es würde gehen irgendwie. Mhm. Ich glaube, in der Theorie ist es möglich. Ja, das war der beste Zug, den ich hätte machen können. So sollte der wohl nicht sein. Und noch ein auf die 8, top. So ein Oh Mann, ich hätte die Runde einfach mit dem richtigen Gaming-Notebook gewonnen. Nee, das ist das falsche Placement, Bro. Also mit dem VPN. Oh Mann, ich zock gerade aus dem Ausland und ich habe einfach den falschen VPN gewählt. Und der lässt mich einfach so laggen, dass ich verliere. Oh Mann, hätte ich doch nur NordVPN genommen. Oh Mann, Digga. Endlich kann ich ohne Probleme auf Minecraft-Servern hacken, ohne dass meine IP rausgefunden wird.
Man muss schon etwas besser zielen. Okay, richtig gemein. Junge, ich gewinne hier gerade. Chill mal. Das kann nicht wahr sein. Ja. Aber perfekt. Die 5 war jetzt auch safe. Nice. 5 ist auch top, sicher. Super. Ich sag dir ganz ehrlich, nach dem, wirklich nach dem Blamieren oder Kassieren-Fail ist das jetzt auch wirklich, das ist Gerechtigkeit. Da zeige ich dir wirklich das offizielle GG. Ich nehme das H aus meinem Namen und sag GG. Und dann gratuliere ich dir. Alles klar! Freunde! Das Ding habe ich nach Hause geholt, Basti. Ich nehme gerne die 50 Euro über PayPal, Amazon Giftcard, Paysafe Card. Du kannst mir auch als V-Bucks geben in Fortnite. Alles ist gut für mich. Soll ich dir ein paar neue Cosmetics einfach kaufen? Ja, oder du könntest mir auch das neue. Das neue Zickzack vor 2 Shield und die Wings und dazu direkt nochmal das Cape. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall ist, droppt gerne einen Like. Checkt den Partner des heutigen Videos aus. Checkt Basti aus. Der hat jetzt gerade gestartet mit YouTube. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ich wurde genannt nach dem Partner. Yeah. Soll ich dazu sagen, ich hab mehr Fans.